Ich wurde auf Ehrenbruder-Basis von Ehrenbruder Jules auf Instagram bereits vor Wochen informiert, an welchem Projekt er sitzt. Ich habe ihm gesagt, ein geiles Thema und wir gehen rein! Ich habe mir Minecraft 2 gekauft, Skyrim 2 und FIFA 42 und all diese Spiele sind scheiße. Hinter jeden 5 Blöcken beim neuen Minecraft-Teil ist eine Paywall und all das wegen EA Sports. Mein Sohn, hättest du bloß niemals diese Spiele vorbestellt? Lass mich dir eine lehrreiche Geschichte erzählen über ein Spiel namens Battlefield. Alles begann mit der Ankündigung vom gehyptesten Battlefield aller Zeiten. Battlefield 2042. Leute, das wird das beste Battlefield, was wir jemals gespielt haben. EA sagt, das neue Battlefield ist weit vor dem Zeitplan. EA sagt, die Updates für Battlefront 2 werden eingestellt, um an dem neuen Battlefield zu arbeiten. EA sagt, das neue Battlefield wird dominieren. Merkt euch unsere Worte. EA sagt, 4 Entwicklerstudios arbeiten ausschließlich an diesem Spiel. It looks amazing. Ist das die möglicherweise größte Werbekampagne of all time? Leute, dieses Spiel wird der Call of Duty. Das erinnert mich ein bisschen an Cyberpunk. Killer, auf den wir Jahre gewartet haben. In der Hype ist riesig und schlussendlich der Trailer mit dem Rendezvous, dem legendärsten Battlefield-Move aller Zeiten. Man springt aus seinem Jet, zerstört ein anderes Flugzeug und landet wieder in seinem eigenen Jet. Ich zitiere die Rolex-Krone 88. Trailer machen konnten die schon immer, Dicker. Dystopisches Setting, die größten Maps of all time. Tornados, Explosion, Tornado-Explosion. 12. November 2021. Also Soldaten, das wird der härteste Kampf unseres Lebens. Wir haben jahrelang auf diesen Tag gewartet. Let's fucking go. Oh fuck, das Spiel ist nicht mal ansatzweise fertig. Warum bin ich so unglaublich schnell? Das Schlauchboot kann an Wänden hochfahren. Digga, das! Ich glaube, das geht im echten Leben nicht. Real Talk, das war aber geil. Dass man einfach da hochfahren konnte. Das ging nicht nur an den Gebäuden. Das ging einfach an jedem Gebäude. Und das Problem war, irgendwann war oben auf dem Gebäude mehr los an Fahrzeugen als unten, Digga. Und du kommst aus einem Fahrstuhl, wo du eh schon gespawntrappt wurdest, 50.000 C4 und Noob-Tubes explodieren und dann stehen da einfach 5 Schlauchboote, alle mit dieser OP-Gatling-Gang, wie hieß denn der Scheiß nochmal? Gunner-Gun oder so, die auch so turbo-broken war und ich haben dich dann totgefickt. Ich bin jetzt kein Experte, aber ich glaube, das geht im echten Leben nicht. Leute laufen in der Luft, das Schlauchboot kann fliegen. Kollision ist ziemlich realistisch. Ich fliege durch den Sand hindurch. Server crashes. Ich kneife die Luft. Warum werde ich durch die Luft geworfen? Random Explosion. Meiner Grafikkarte geht's gar nicht gut. Der Panzer hat keine Gravitation. Was macht eine Seerobbe hier? Was ist falsch mit seinem Gesicht? Was ist falsch mit dem Flugzeug? Meine Waffen machen keinen Schaden. Was ist falsch mit seinem Gesicht? Was ist falsch mit... Digga. Der normale TikTok-Chat-User ist das, Digga. Meine Waffen machen keinen Schaden. Sehr empfindlicher Computer. Ich glaube, so wird mich keiner entdecken. Sehr empfindlicher Computer. Ich glaube, so wird mich keiner entdecken. Bruder, die haben einfach ein verbuggtes Bush-Feature von Fortnite reingemacht und es wurde einfach, keine Ahnung, auf den Heli angewendet. Ah, Heli! Epileptischer Anfall. Warum sterbe ich? Epileptischer Anfall. Warum sterbe ich? Das kannst du dir nicht ausdenken. Warum ist mein Teammate eingefroren? Meine Gegner verschwinden in der Wand. Meine Gegner sind über Kopf. Ich kann mit meinen vollsten Patronen schießen. Hallo Sohn, bist du am Gewinnen? Keine Ahnung, es gibt nicht mal ein fucking Scoreboard in diesem Spiel. Ja, das war echt. Wie man sich denken kann, waren sehr viele Leute sehr unglücklich über das Spiel. Das haben die wahrscheinlich gemacht, weil die wollten, dass schlechte Spieler nicht sehen, wie weit unten sie beim Scoreboard sind. Weil, ihr wisst ja, bei Battlefield sind 32 gegen 32. Das bedeutet, wenn man eine schlechte Runde hat, dann ist man einfach im Scoreboard, das so lang ist, ganz unten. Und das wollten die den NPCs, Casuals von heute einfach nicht antun. Und Review-bomben den EA-Titel auf der Seite, auf der es am meisten wehtut. Steam wird überflutet mit schlechten Rezensionen. Leute posten Kuchenrezepte, der klassische ich kaufe lieber Winra-Kommentar und die einzigen positiven Kommentare sind darüber, wie... Ja, Winra ist wenigstens gut und funktioniert!
hat. Das Deinstallieren vom Spiel dann funktionieren würde. Ich hätte mir auch Essen kaufen können. Das am gleichen Tag erschienene Spiel Pepperwoods vernichtet Battlefield mit Vorsprung. Und auch YouTube ist, naja, nicht amüsiert. It's not Battlefield, it's Hoverfield 2040 Hovercraft. Die Leute... Wir haben das Spiel auch sehr viel gestreamt und mein Chat ist Zeuge. Ich glaube, auf der... Auf welcher Map war es am schlimmsten, Chat? Auf der Sandmap, ne? Auf der Sandmap war es geisteskrank. Du wurdest immer von den Hoverboards überfahren. Immer. Und du konntest nichts machen. Die waren unbesiegbar. Unbesiegbar, Digga. Finden das Spiel ein fürchterlich war das und lassen das EA auch spüren. Aber Moment mal, wenn das Spiel von allen verhasst wird, warum sind auf der Homepage dann ausschließlich nahezu perfekte Reviews gelistet? EA nimmt einfach Reviews von irgendwelchen unbekannten Seiten, die wahrscheinlich auch noch bezahlt worden sind, und vermarkten das Spiel als Spiel des Jahres. Attack of the Fanboy 4 von 5. Hobby Consolas 84. All diese Seiten. Also kurzer Retalk-Chat. Ja, das Game war in einem fürchterlichen Zustand, aber ich hab's mit meinen Jungs echt dick abgesuchtet. Ich glaub, 3 Wochen jeden Tag wie geisteskrank. Es hat trotzdem mega Spaß gemacht. Ich habe in dem Game rasiert. Auf PS5 ging es noch, sage ich jetzt mal. Ich hatte ja auch eine Kooperation, ne? Hab's auch weit über die Kooperation gespielt. Und die meisten Streamer haben 2, 3 Streams gemacht, ihre Kooperation, dann haben sie sich wieder verpisst. Und sogar die hart eingesessenen Battlefielder. Battlefield-Streamer waren nach 1 Woche weg, Digga. Aber ich war wie die Mauer standhaft. 3 Wochen. Auch dann hab ich die Flinte ins Korn geworfen. Sind zum Großteil spanische und französische Klatschmagazine. Diese Reviews sind überhaupt... Wird mal wieder Zeit, eine Runde zu drehen, Digga. Nichts wert. Okay, außer IGN mit einer 7, aber guckt euch bitte diese Ratio an. 2 Wochen später, 70% der Spieler haben bereits aufgehört, das Spiel zu spielen. Fucking Farming Simulator hat mehr aktive Spieler als Battlefield. Howdy, Partner! Und das Spiel wird durch die negativen Reviews auf das mittlerweile 8 meistgedislikedeste Spiel auf Steam katapultiert. Oh nein, hier kommt der Battlefield Release. Was wird wohl mit der EA-Aktie passieren? Nein! Der Preis des Spiels fällt kurzzeitig auf 5 Dollar. Heißt also Battlefield 2042 oder 1 Kilo Tomaten, die man weint auf das EA-Gebäude werfen kann. Und dann gibt es noch die Kommentare von EA-Mitarbeitern, wie zum Beispiel: Alle Fans sind angepisst, Leute. Eure Erwartungen sind brutal. Auch wir müssen uns ausruhen. Und Dude, es gibt kein fucking Scoreboard. Oder der Release von Halo Infinite in der gleichen Woche ist schuld daran, dass unser Spiel floppt. Ja, und die... Na klar, Digga. Die Pizza ist schuld, dass ich fett bin. Und das Brecheisen ist schuld... Ja, warum ist die verdammte Pizza auch so lecker? Und Doppelkäse mit Käse im Rand so hochgradig illegal, dass ich es immer bestellen muss? Ich und dein Haus einbreche. Böser CEO, böser CEO. Oh, und du hast die 120 Euro Ultimate Edition gekauft mit dem Artbook und dem Soundtrack vom Spiel. Du kriegst eine PDF-Datei und ein paar MP3-Dateien zugesendet. Eine PDF-Datei, die es bereits umsonst im Internet zu finden gibt. Und den Soundtrack, den man umsonst auf YouTube hören kann. Das Spiel kommt außerdem mit dem Portal-Modus, bei dem man Maps aus verschiedenen Zeitepochen mit verschiedenen Waffen und Fahrzeugen spielen kann. Der wurde nach Release sofort offline genommen, weil Leute in den Lobbys ihre XP hochglitscht. Aber hey, wenn das Spiel absolut scheiße ist und der andere Modus eh nicht geht, kann ich ja wenigstens die Kampagne spielen. Weil... Ja, stimmt. Also, Bruder, es ist so viel schief gegangen. Nicht mal eine Kampagne gab's, Bruder. Sohn, es gibt keine Kampagne, du Vollidiot. EA hat sich dazu entschieden, anstatt an einem Story-Modus zu arbeiten, alle Kapazitäten in den Multiplayer-Modus zu stecken. Also, ich bin jetzt kein Experte, aber ich glaube, der Helm... gehört da nicht hin, Digga. Ich glaube, der ist eher so hier oben gehört er hin. Aber vielleicht ein Feature, Digga. Vielleicht ein geheimer Easter Egg-Skin. Man weiß es immer nicht. In den Multiplayer-Modus zu stecken. Es gibt kein Scoreboard. Wozu dann überhaupt die groß angekündigte Storyline? Wegen der tiefen Charakterentwicklung etwa? Battlefield spielt im Jahr 2042. Nach der größten Krise der Menschheitsgeschichte. Ressourcenmangel herrscht auf der Welt. Alle deine Freunde sind tot. Ihr seid die letzten Überlebenden. War's das? Bin bereit für Runde 2. Heute bin ich stolz. What a time to be alive! 2 Wochen später brachte EA dann passend zum Setting einen Santa Claus-Skin raus. Ein Skin, der laut Medien bereits vorher in einer internen Feedback-Session niedergestimmt wurde, aber dann einfach trotzdem hinzugefügt wurde. Oh, und wie wär's mit Werbung in einem Spiel, wofür man bereits 70 Euro gezahlt hat? Gefällt euch das? Das Reddit-Forum zu Battlefield wird daraufhin...
Bruder, imagine, du bist nicht in dieser Zeit geboren. Wo ist solche geilen Memes gibt's, Digga? Battlefield 4, Battlefield 1 und Battlefield 5 ist auch schon eine Klaus-Nase und dann kommt einfach, eigentlich endet das Meme hier schon und dann kommt noch Battlefield 2042, Digga. Das ist komplett over, Digga. Ist das geil. So unglaublich toxisch, dass Reddit geil überlegt, es komplett sperren zu lassen. Bringt das Goa-Bot zurück oder dieser Pinguin wird erschossen. Lustiger Prank da ist. Nun bringt bitte das echte Spiel raus. Eine Petition wird gestartet, damit Leute das Spiel zurückgeben können. Und EA denkt sich, nein. Hey, aber ich habe dafür 80... Da mal ganz kurz ein Retalk. Da wäre es geil, wenn was passieren würde. Gewisse Sachen erfüllt sein müssen in dem Spiel. Und wenn der Großteil der Nutzer sagt, das Spiel ist das Geld nicht wert, dass man dann einen Anspruch hat, darauf sein Geld zurückzubekommen. Ne? Wenn es das geben würde, dann würden wir nicht mehr so absolut unfertige Spiele zu Releases kriegen. Weil die dann genau wissen, alle geben das Spiel zurück. Ne? Aber ich glaube, durch leider Cyberpunk, ne, ich hatte Cyberpunk genießen können auf der PS5, hatte eigentlich kaum Probleme. Geiles Game, von der Story her trotzdem, ne? Aber auch Katastrophen-Release auf den Old-Gens. Cyberpunk und Battlefield 2042 haben uns gezeigt. Und auch Anthem, komisch, EA mit dem Double-Kill. Auf jeden Fall, diese drei Games haben uns gezeigt, keine Spiele mehr vorbestellen. Keine Spiele mehr vorbestellen von gar keinem Entwicklerstudio. Vielleicht noch von Rockstar und vielleicht noch von From. Also von FromSoft auf jeden Fall und vielleicht von Rockstar. Aber Rockstar dürft ihr auch nicht vergessen haben, die GTA Remastered-Kollektion haben die auch verhauen, Digga. Nein. Also, was genau ist passiert? EA gab 2020 dem Alleine COD hat das gezeigt. Bruder, COD nehme ich gar nicht mehr in den Mund. Ne? Natürlich, hast du völlig recht. Also, wer Call of Duty heutzutage noch vorbestellt, Bruder, der glaubt auch ApoRed ist Millionär. Das Studio die Aufgabe, kopiert einfach das, was beliebt ist. Das Studio hat daraufhin monatelang an einem Battlefield 2042 Battle Royale gearbeitet. Und EA kam dann ein paar Monate später und dachte sich, Und so wurde alles über den Haufen geworfen. Außerdem das ist halt wirklich, was sind das für Entscheidungen, Chat? Habt ihr euch mal gefragt, warum die Battlefield 2042 Maps so komisch sind und manche Spots gar nicht richtig funktionieren? Weil die Maps wurden eigentlich als Battle Royale Maps designt und dann kommt irgendwann, wo 80% des Spiels fertig sind, kommt EA intern um die Ecke und sagt, ey, wir bringen übrigens unseren eigenen, hauseigenen Battle Royale, Apex Legends, macht mal bitte normales Clash of Battlefield. Und du sitzt als Programmierer da mit der Clownsnase, der Typ, der die gerade die Nachricht übertragen hat, hat auch die Clownsnase an und dann geht die Zirkusmusik an. Und dann denkst, guckst du auf den Tacho, noch ein Jahr zum Release, danke Bruder, hättest du ja nicht auch von Anfang an sagen können. Bester Mann, danke. Oder eine Engine benutzt, mit der das Entwicklerteam noch nicht vertraut war. Und dann hat sich herausgestellt, dass nach dem sehr kontroversen Launch von Battlefield 5 eine Vielzahl an Elite in Ja, Battlefield 5, schwierige Hase, lange, schmale, insolvente Nase. Aber am Ende des Tages war das auch ein geiles Battlefield, ne? Regt dann sich dazu entschieden. Und haben sie auch gut gepatcht, so was ich gehört habe. Wegen der schlechten Firmenpolitik von EA zu kündigen. Ach, fickt euch EA. Heißt so viel wie, die vier Entwicklerteams waren eigentlich nur ein paar zusammengewürfelte und unerfahrene Mitarbeiter. Und als man merkte, man ist nicht mal ansatzweise im Zeitplan, hat man sich dazu entschieden, ganze Features und Funktionen einfach aus dem Spiel zu werfen. Wow, die Zerstörung in dem Spiel ist unglaublich. Leute, sogar Battlefield Mobile ist besser. Es gibt keinen Voice-Chat. Die ganze Animationen wurden einfach entfernt. Man kann nicht tauchen in diesem Spiel. Okay, das ist nicht ganz wahr. Man muss nur lange genug aggressiv auf das Wasser einstechen. I'm under the water. Please help me. Man hinterlässt nirgendwo Fußabdrücke, außer auf steinhartem Beton. Nasser Zement. Die Maps sind so unfassbar groß und leer, dass man irgendwo im Nirgendwo spawnt und entweder sofort stirbt oder stundenlang laufen muss. Das Ganze für so vielen Spieler. Wirklich, also wir können da bestimmt, ich könnte auch ein 1-Stunde-Video machen mit der Community zusammen. Die Spawns waren so schlimm, du spawnst und das erste Ziel ist so weit weg, dass wenn du am Anfang kein Auto oder einen Helikopter bekommst, dass es gar keinen Sinn macht, da hinzulaufen, sondern du wartest, bis die Teammates da sind, das eingenommen haben und tötest dich selber und spawnst dann da. Also wenn du hinläufst, bist du langsamer. Dann auf, dass Leute darauf... Bruder, wie kann man sowas designen? Die Leute spielen ihre eigenen Spieler nicht mehr. Digga, wenn mir ein Entwicklerstudio gehören würde, ich würde Leute einstellen, Vollzeit, die den ganzen Tag das Spiel spielen und mir alles aufschreiben, was denen auffällt. Bruder,
Das sind Sachen, die findet man raus. Aber die haben einfach die Verbindung zu ihrer Spielerschaft verloren, weil die nur noch Geld riechen, diese verdammten McDonald's-Ärsche. Dann fing das Subreddit mit lustigen Map-Ideen zu fluten. In anderen Battlefield-Teilen fallen einfach mal ganze Gebäude und Map-Teile auf dich drauf. Wow, man springt mit einer Granate einen Truck hoch und er fliegt durch die Luft. 3, 2, 1, go. Oh, wow. Die Liste geht noch etwas länger, aber ich glaube, ihr versteht das Prinzip. Alles, was am Ende übrig blieb, war ein halbfertiges, mittelmäßiges Spiel. Über die nächsten Monate sollten dann schließlich die Patches kommen, um das Spiel wieder zu flicken. Wie großzügig von EA. Nach 4 Monaten gab es endlich ein Scoreboard. Und noch ein paar Patches später gab es dann sogar einen Voice-Chat. Willkommen in der Zukunft. Und heute ist das Spiel ganz okay. Doch sind wir mal ehrlich. Bruder, das ist eigentlich... Das muss man sich mal reinziehen, Chat, was das für ein irreparabler Image-Schaden ist. Was für ein irreparabler Image-Schaden. Digga, sogar Tamagotchi von 2000 hatte ein verdammtes Nutten-Scoreboard, wenn ich meine Schwester im 101 abgezogen habe. Wie kann sowas sein, Bruder? Wo liegt der Sinn darin, wenn man ein halbfertiges Spiel veröffentlicht, nur um es monatelang danach fertig patchen zu müssen, um Schadensbegrenzung zu betreiben oder um noch irgendwie den eigenen Ruf zu retten? Und vor ein paar Tagen gab es sogar die ersten Hinweise darauf, dass das Spiel noch ein Jahr länger Support bekommt, damit es endlich auch mal fertig wird. Nun, wenigstens wurde hier einmal die richtige Entscheidung getroffen. Doch das Spiel und der Release war sicher kein Einzelfall. 2017, Mass Effect Andromeda. Dieses Spiel wurde als... Oh no! Oh no! Oh no! Passt mal auf, ich habe das Spiel erst gespielt, als es komplett fertig gepatcht war. Und ich konnte es mega genießen. Und meine Kollegen meinten nur so, hä? Wie, du konntest das genießen? Bruder, das Game war so turbo verbuggt. Das war die größte Scheiße aller Zeiten. Ich so, hä, nee, Jungs, voll geiles Game. Retalk, Mass Effect Andromeda, ich hab's wirklich sehr enjoyed und genossen, aber ich hab's halt auch erst 2 Jahre nach dem Release oder so gespielt. Mass Effect Andromeda. Jetzt bin ich gespannt. Dieses Spiel wurde als der revolutionäre AAA-Nachfolger der Mass Effect-Reihe angekündigt. Epische Storyline, epische Bosskämpfe, riesige Welten zum Erkunden. Das sieht halt schon geil aus. Das sieht echt mega krass gut aus, ey. Enorm viele Gamer waren hyped auf diesen Titel. Bin auch Retalk huge, huge Mass Effect-Fan. I'm kinda retarded. Und 40 Millionen Dollar und 5 Jahre Entwicklung später wurde es veröffentlicht. Oh shit, here we go again. Die Waffe wird falsch rumgehalten. T-Posing im All. Alien-Schlangenmenschen. Und diese Gesichtsanimation scheint oh, sehr gut ausgearbeitet. Sehr realistische Kampfanimation. So. Okay, Leute, das Spiel ist doch gut. Wow, das ist ziemlich realistisch. Ey, Leute, bitte lasst mich raus. Warum geht mein Auto nicht? What the fuck is this shit? Oh nein, wir werden sterben. Guckt euch unsere angsterfüllten Gesichter an. Oh nein. Also Leute, Digga, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass die Charaktere im Eifer des Gefechts an der Schwelle des Todes erstmal dick abschmeilen? Wir werden sterben. Guckt euch unsere angsterfüllten Gesichter an. Oh nein. Dumm. Also Leute, willkommen zu meinem Let's Play. Das Spiel war ein absoluter Flop. Die Reviews waren sehr lustig zu lesen. Der Tag, an dem Mass Effect tot. Und die Rechtfertigung vom EA-Sprecher war danach, der Release von Zelda Breath of the Wild im gleichen Monat sei schuld gewesen, dass unser Spiel floppte. Hä? Bruder, das ist wie, wenn ich mir irgendwo im Restaurant einen Burger bestelle und der Burger schmeckt scheiße und dann sage ich, Bruder, der Burgerladen am Ende der Straße macht einen viel besseren Burger. Deshalb ist euer Burger scheiße. Ja, das ist so dumm. Solche dummen Hurensöhne. Die müsste man direkt einsperren, wenn die Scheiße anfangen zu labern. How about it came out the same month as Zelda? Komm, wir bringen ein Spiel raus. Einfach ein Hurensohn. Scheiß Zelda. Oder Mass Effect Andromeda ist gescheitert, weil es nicht genug Diversität im Spiel gab. Okay, wir brauchen blaue Aliens, rote Aliens, umgedrehte Aliens, einbeinige Aliens. EA Sports. It's gay. Aber ey, wenigstens... Bruder, die EA-Memes sind unerträglich geil, Digga. Konnte man vorher die gar nicht zu teure Collector-Edition vom Game kaufen. Game no. Ja,
Oder Klassiker, kaufst dir eine dicke Collector-Edition und kannst das Spiel dann trotzdem runterladen. Mit einem ganz normalen Key, Digga, den ich mir auch bei einem Keysteller hätte kaufen können. Not included. Nun, warum war das Spiel so unausgearbeitet? EA wollte eine andere Engine benutzen, um Geld zu sparen. EA hat zu wenig Mitarbeiter eingestellt, um Geld zu sparen. EA hat Leute eingestellt mit wenig Erfahrung. Bruder, diese Line ist so. EA hat zu wenig Mitarbeiter eingestellt, um Geld zu sparen. EA hat Leute eingestellt mit wenig Erfahrung, um Geld zu sparen. Ein paar Monate später und man stellte schließlich die Updates für das Spiel endgültig ein. Star Wars Battlefront 2. Jahrelanger Hype. Oh! Wir heben die Hände, es wird nochmal spannend, die Fahrt geht noch weiter, noch anschnallen, die Achterbahnfahrt ist noch lang nicht vorbei. Ich hoffe, er nimmt auch Ding mit rein. Bruder, Anthem muss doch dabei sein, oder? Battlefront kam doch vor Anthem, ne? Für den Nachfolger. Bruder, bitte ist Anthem drinne. Jules, bitte ist Anthem drinne. Der berüchtigten Battlefront-Reihe. Und da ist er endlich, der Trailer. Star Wars Battlefront 2, Trailer's out. Kaboom. Kämpfen in epischen Schlachten mit den Lieblingscharakteren aus Star Wars. EA bringt es raus und hey, das Game funktioniert ja tatsächlich. Keine Bugs, alles läuft solide. Doch warum muss ich 90 Stunden spielen, um Darth Vader und Luke Skywalker freizuschalten? Wie bitte? Ich muss 6 volle Monate 24/7 grinden, um überhaupt alle Inhalte in Battlefront 2 freizuschalten? Oder ich bezahle einfach sehr viel Geld. Alle Upgrades sind ausschließlich in Lootboxen zu finden. Es gibt ganz viel Geld aus und du bist overpowered wie Scheiße. What the fuck? Das Spiel kam unglaublich gut an. Das ist so geil, dass mittlerweile die Spieler da echt zusammenhalten. Das ist auch wichtig, Chat. Ich halte nicht von Review-Bombs, wenn ein gutes Spiel mal einen Schluck auf hat zu Release, aber auf der anderen Seite, dass ein Schluck auf am Release ist, ist halt auch einfach nicht mehr smart. Ne? Deshalb, ich finde es gut, dass die Spieler die nicht mehr damit durchkommen lassen. Und ich möchte an der Stelle nochmal, so wie immer, wenn das Thema aufkommt, den lieben Hand of Blood loben, der einen Big Baba Bubu geiles Video rausgehauen hat, der ein dickes Placement gehabt hätte zu dem Game und gesagt hat, Jungs, ich hätte gerne das Spiel beworben, aber mit den aktuellen Pay-to-Win-Mechaniken, das fühle ich nicht, das feiere ich nicht, ich habe das Placement abgesagt. Dicker Spucker ins Gesicht von EA, dicke Props an Handy of Bloody. Kam unglaublich gut an und alle haben es gefeiert. Nun, Leute merken, dass man die Credits im Spiel nicht mal verdient, indem man Spieler tötet, sondern indem man eine Runde abschließt. Und so baute dieser Spieler hier eine Vorrichtung, um nicht wegen Inaktivität aus dem Spiel gekickt zu werden. Während der Oh nein! Digga, es ist so geil, auf was manche Leute kommen. Mit dem fucking Eisstiel, Digga. Und da wird ganz kurz das Ding so bewegt, dass die nächste Runde startet. Bruder, er ist einfach mein Held. So baute dieser Spieler hier eine Vorrichtung, um nicht wegen Inaktivität aus dem Spiel gekickt zu werden, während er nebenbei Netflix schaut. Und das hat sich relativ schnell rumgesprochen. Und irgendwann waren die Lobbys voller Leute, die im Kreis liefen, um einfach nur die Runde abzuschließen. Oder Leute, die aus purer Langeweile vom Warten irgendetwas an die Wand kritzelten. Leute, habt ihr Animal Crossing gespielt? Und falls du die Helden noch nicht freigeschaltet hast, kann es sein, dass du in der Lobby warten musst, weil all deine verfügbaren Helden bereits von wem anders gespielt werden. 80 Euro. Okay, sehr witzig, EA. Nun gib mir bitte mein Geld zurück. Wurde etwa der Refund-Button entfernt? Es Wahnsinn. Gibt gar keinen Refund-Button, du Vollidiot. Wie man Wahnsinn. Sich vorstellen kann, ist Reddit auf die Barrikaden gegangen und der EA Community Reddit-Account wurde so oft runtergevotet, dass er nicht mal mehr genug Reddit-Kammer hatte, um im Subreddit Fragen zu beantworten. Yo. Was zum Fick? Später in einer Anhörung bezüglich Lootboxen und Glücksspiel sagte die EA-Vizepräsidentin dann, das wären keine Lootboxen, das sind Überraschungsmechaniken. We don't call them Lootboxes, I think that it is surprise mechanics. Ja, und ich lade mir eure Spiele hier nicht illegal runter, das ist ein Überraschungsangebot. Das Fleisch ist nicht roh, es ist einfach nur nicht gebraten. Und oh, das ist kein Banküberfall, das ist Überraschungskommunismus und jetzt alle auf den Boden. Und Lootboxen zu öffnen sei das gleiche, wie wenn man ein Schoko-Überraschungsei auspackt. Solche Hurensöhne, Digga. Lootboxen wurden daraufhin in Belgien gebannt und der Pay-to-Win-Aspekt wurde ein Jahr später aus dem Spiel entfernt, nachdem EA durch die ganze Sache bereits einen Haufen Kohle gemacht hat. Und letztendlich wurde der Support für das Spiel eingestellt. Und das Game wanderte auf den Friedhof der anderen ausgeschlachteten Spiele. Übrigens damals eingestellt mit der Begründung, an Battlefield 2042 zu arbeiten. Wir haben gesehen, wo das endete. Anthem, episch. Oh,
Aber Retalk, Battlefront soll dann eine Weile später in einem sehr guten Zustand gewesen sein und bis heute konnte man es sehr gut suchten, habe ich gehört. Schiss Multiplayer-Weltraumabenteuer. Eine angekündigte 10-Jahres-Roadmap für das Spiel mit. Also, Chat, wenn uns ein Publisher erzählt, unser Game wird 10 Jahre supported, 10 Jahre Content-Roadmap, dann kannst du einen Coin flippen und auf diesem Coin sind Multiplikatoren von 5 bis 10 und das ziehst du dann ab von den Jahren. Und im Fall von Anthem kam von den 10 Jahren 0 raus, weil 10 Jahre abgezogen wurden, weil der Coin 10 Jahre geflippt hat. Ganz viel tollen Plan für die Zukunft. So no loot boxes, no ability to pay for power. Das sieht so gut aus, es wird auf keinen Fall scheitern. Bugs. Retalk, ich habe mich auch so heftig auf das Game gefreut. Wer will nicht rumfliegen wie fucking Iron Man, Digga? Bugs, Connection-Probleme, Bugs und noch mehr Bugs. Die Level-1-Waffe ist stärker als alle legendären Waffen im Spiel. Die Loading-Screens brauchen zusammengerechnet länger als die eigentliche Mission. Das hier ist die Level-1-Rüstung. Und das ist die legendärste Rüstung im Spiel. Töte alle Gegner in diesem Bereich. Töte alle Gegner, bis der Sender aktiviert ist. Töte alle Gegner, bis du wieder einen neuen Bug bekommst. EA hat das Entwicklerstudio namens BioWare, was bis jetzt aus... Oh, BioWare. Oh Mann, ey. So traurig, Chat. Einfach nur traurig. EA ist der Wirt. So, meine Geschichte zu Anthem. Ne, ihr habt sie schon öfters vernommen, meine lieben Freunde, meine lieben Zuschauer da draußen. Ich erzähle sie natürlich für die Leute, die sie noch nicht gehört haben, nochmal. Ich habe mit meiner Destiny 2 Crew sehr, sehr gehypt Anthem 2 vorbestellt. Wir hatten nämlich eine Close-Vorbesteller-Beta. Wir sitzen am Abend zusammen zu sechst im Discord mit 2 Dreiergruppen, haben den Lachs vorbestellt. Und wollen einfach nur dick absuchten. Und was passiert, das muss man sich mal reinziehen. Wir sind nicht ins Game gekommen, weil es gab einen Bug. Ich verarsche euch nicht. Das ist hier gerade der Reshit. Ich mache die große Cam an. Schaut mir in die Augen. Es gab einen Bug, das muss man sich mal reinziehen, von einem unendlichen Ladebalken. Und da hat kein neu installieren, neu runterladen, Internetkabel ziehen geholfen. Wenn du von dem Bug betroffen warst, hattest du einen unendlichen Ladebalken. Das bedeutet, ich habe mir für einen 70er oder einen Achi ein Spiel vorbestellt und das Ende vom Lied war, ich bin nie in-game gekommen. Ich, meine Damen und Herren, war nicht eine Minute in-game von Anthem. Wir haben es 2 Stunden versucht an dem Tag. Dann sind wir so durchgedreht. Dann haben wir bei PlayStation eine E-Mail geschrieben, dass wir das Spiel zurückgeben wollen, also die Vorbestellung canceln, weil wir nicht in die Ding kommen, weil wir nicht in die Beta kommen. Das ist verbuggte Scheiße. Hurensohn-Game, wir wollen unser Geld zurück. Und PSN meinte, alles klar, Bruder, hier, deine 70 Eugen, scheiß auf den Schmutz. PSN, beste Männer, puff, peng. So, und dann hatte ich eine Zeit lang mit ein paar Leuten, die in diesem EA-Programm drin waren, EA blablabla, vielleicht schreibt es gleich einer in den Chat. Und dadurch hatte ich dann einen Kontakt zu einem EA-Mitarbeiter und die hat uns dann, also mir, Keys geschickt für mich und meine Crew zum Zocken beim Anthem Release. Genau, EA Game Changer Programm. So. Und ich sitze im WhatsApp-Call und sag, ey Jungs in der Gruppe Muppe, wie sieht's denn aus? Wollen wir Anthem spielen? Ich hab hier Keys von EA. Ihr müsst das Game nicht mal bezahlen. Lass mal zocken mit den Mocken. Bruder, ich lüge euch nicht an. Die wollten das Game nicht mal geschenkt. Die Keys sind bis heute in meinem E-Mail-Verlauf so tief vergraben. Da ist irgendwo auch noch Xatars Gold, ne? Der Leak. Digga, das ist so tief vergraben. Die E-Mail würde ich wahrscheinlich nicht mal mehr finden. Bis heute sind die Keys da unten verscharrt, Digga. Niemals haben diese Keys das Licht der Sonne gesehen. Die wollten es nicht mal geschenkt. Schließlich Singleplayer-Story-Games entwickelte, dazu gezwungen, einen Multiplayer-Destiny-Klon zu machen. Einfach, weil das gerade bei den Kids gut ankam. Hör auf, kreativ zu sein. Dazu noch ein paar zu strenge Deadlines und dann kommt halt eben sowas bei raus. 2 Jahre später und der Support für das Spiel wurde eingestellt. Oh, 2 Jahre. Das, was richtig schade war an Anthem, es war ein Anthem 2.0 noch geplant, eine Zeit lang. Aber auch Anthem 2.0 hat nie das Licht der Welt erblickt. Hab ich dir schon gesagt, dass die Definition Wahnsinn ist, wenn man exakt
dieselbe Scheiße immer und immer wieder und erwartet, dass sich was ändert. Das ist irre. Oh, aber das war's noch nicht. Bro, so fucking deep, Mann. Retalk. So deep. Der EA-Zyklus. Man findet ein kleines Entwicklerstudio, welches leidenschaftlich an einem erfolgreichen Game gearbeitet hat. Man kauft das Entwicklerstudio auf. Hallo Leute, diese Firma gehört jetzt EA. Ab sofort 100 Stunden pro Woche arbeiten, 3 Spiele pro Jahr rausbringen. Oh, 100 Stunden pro Woche, du Scheiße. In jedes Game bekommt 5 DLCs, einen Battle Pass, Lootboxen, Skins, Pay to Win. Und falls ihr kreative Ideen habt... Das erste Spiel kommt raus, unter EA's Leitung. Oh nein, was eine Überraschung. Das Spiel ist gefloppt. Warum habt ihr euch nicht besser angestrengt? Ihr seid alle gefeuert. Und irgendwann wird das Studio dann geschlossen. All diese gezeigten Entwickler wurden, nachdem sie erfolgreiche Spiele entwickelten... Digga, da friert mir das Lachen im Gesicht ein, Digga, weil es einfach der Re-Shit ist. ...von EA gekauft und Jahre später wegen schlechten Releases geschlossen. Und habe ich euch schon von dem Skandal erzählt, bei dem EA für ein bald erscheinendes Spiel Fake-Demonstranten anheuerte, um Kontroversität für das Spiel zu suggerieren? Oder als EA Reddit... Hä? Dann? Das Inferno-Chat? Da haben wir letztens mal drüber gesprochen, dass da nie eine Nachfolger kam. Das war überkrass, das Spiel. Das war eins meiner absoluten Lieblingsspiele für Xbox 360. Ist natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen, aber wenn ihr eine Xbox 360 rumfliegen habt, das Game ist ultra krass, Chat. Das ist ein heftiger Banger. Ey, für ein bald erscheinendes Spiel Fake-Demonstranten anheuerte, um... Achso, gibt's natürlich auch für PlayStation, ne? ...um Kontroversität für das Spiel zu suggerieren. Oder als EA Reddit-Mods angeboten hat, ihnen Zugriff für die Battlefront-Alpha zu geben, sofern sie negative Beiträge im Subreddit entfernen. Oh, und solltest du dich für 2 Jahre nicht bei der EA-Plattform Origin anmelden, löscht EA all deine Spiele, für die du bezahlt hast, und deaktiviert deinen Account. Für SimCity brauchte man 2003... Was denn da? Bruder, das sind ja richtige mafiöse Strukturen. What the fuck? Jetzt in einen dauerhaften Online-Zugang, um eine Singleplayer-Kampagne zu spielen. Und von den jährlichen... Da bin ich auch so froh, ne? Da geht dickes Bussi-Maschinengewehr raus. An jeden Gamer da draußen, der auch Microsoft und wie die ganzen Clownsnasen heißen, so unendlich Shitstorm gegeben hat, dass die ihre Always-Online-Mechaniken wieder eingestampft haben. Das sollte nämlich für die Xbox One kommen, das weiß ich noch genau. Jedes Spiel, egal ob Singleplayer oder nicht, ist nur verfügbar, wenn du online bist. Bruder, die wurden so aus dem scheiß Leben geshittalkt. Geil! FIFA spielen muss. Da sieht man's wieder, Chat, wenn's hart auf hart kommt. Wir haben die gemacht! Wir sind das Volk! Ein Volk! Ein... eine Gamerschaft. Ach, keine Ahnung. Scheiß drauf, Digga. Digga, FIFA 21, 19, 18, 17, 23, 22. Ich denke, ich gar nicht erst anfangen. EA Sports ist wie eine schwarze Seuche, die alles auf dem Gaming-Markt langsam infiziert. Und jedes eurer Lieblingsspiele könnte das nächste sein. Sie werden zuschlagen mit ihren gierigen Fingern. Sie werden sich jeden Cent von dir holen, indem sie dich mit einer neuen Fortsetzung wieder... Fortnite hat's halt vorgemacht, ne? Ihr könnt von Fortnite halten, was ihr wollt, Chat. Aber Fortnite hat's voll vorgemacht. Free-to-play für jeden, auf jeder Plattform spielbar. Cross-Save, Cross-Play, geiles Spiel, geile Skins, nur Skins zum Kaufen, guter, fairer Battle Pass. Und wenn du nicht einen einzigen Euro ausgeben möchtest, ist das Spiel für dich von A bis Z trotzdem kostenlos. Und das kann man einfach Fortnite nicht absprechen. Und da haben die auch einen Meilenstein gesetzt. Fast jeder Battle Pass ist jetzt so, wie der Battle Pass von Fortnite war. Könnte das nächste sein. Sie werden zu... Und Riot Games, genau. True. ...schlagen mit ihren gierigen Fingern. Sie werden sich jeden Cent von dir holen, nachdem sie dich mit einer neuen Fortsetzung wieder in den Bann gezogen haben. Oh. Battlefield 69. Oh, guck mal, das Spiel sieht doch gut aus. Ich glaube, das bestelle ich vor. Was kann da schon schief gehen? Ja, Jules, wieder ein saftiges Banger-Video. Ich freue mich auf die YouTube-Kommentare. Lass dem Bre Liebe da, auch wenn er schon to the moon unterwegs ist. Der Mann macht Videos vom anderen Stern. Abo verschenken. Oh, nicht abonnieren. Oh, nee, wie geht denn das jetzt wieder weg? 50er-Bomb. Abfahrt! Yalla! Ey, vom Herzen, ich hab eben noch nur gut über dich geredet, okay? Ah, Schleimer hören wir nicht zu, Chat. Das brauchen wir hier nicht, Digga.